warten. So, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich denke, wir fangen direkt an mit den restlichen Tutorials. Einfach, weil es am meisten Sinn macht, sich kurz einmal das alles anzugucken. Und dann haben wir die nötige Grundlage und können hoffentlich entspannt dann in eines der Szenarien starten. Weil ich glaube, gerade mit dem, was wir da so an Möglichkeiten haben, ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir vorher die Steuerung kennen. Also ich bin momentan eh maximal verwirrt durch, dadurch, dass ich Everspace 2 zocke und Elite Dangerous und dann jetzt das hier. Und die Steuerung sich nirgendwo irgendwie, aber doch teilweise schon so ein bisschen ähneln, aber doch wirklich stark variieren. Es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir dann die Steuerung einmal in Ruhe anschauen. Also ich tendiere zumindest dazu. So. Mhm. Der letzte Schluck von das Boss ist auch weg. Oh ja. Das kam unerwartet. Das ist vielleicht ihr mächtigstes Werkzeug, aber es kann anfangs überwältigend sein. Ist das so? Wir behandeln heute die Grundlagen. Beginnen wir mit den Symbolen. Öffnen Sie das markierte Menü. Was meint er? Ist doch das hier. Ich schätze mal immer das. Achso, ja. Die Legende zeigt Ihnen die Bedeutung der verschiedenen Dinge, die Sie auf der Karte sehen. Dieses hellgrüne Symbol in der Mitte ist zum Beispiel Ihr kleiner Jäger. Aha. Die grüne Farbe zeigt an, dass es Ihnen gehört. Der etwas hellere Farbton bedeutet, dass Sie gerade persönlich dort sind. Und das große Symbol neben Ihnen ist eine Station. Ein Raumdock, um genau zu sein. Sie müssen das nicht auswendig lernen, Sie haben immer Zugriff darauf. Schließen Sie dieses Menü vorerst. Zoomen Sie so weit wie möglich heraus. Das Hexagon, das Sie sehen, ist ein Sektor. Beim Erkunden werden Sie viele weitere finden. Sie können die Ansicht auch schwenken und rotieren. Tun Sie es jetzt. Gut. Sollten Sie sich verirren, können Sie Ihre Kamera jederzeit an den aktuellen Standort zurücksetzen. Versuchen Sie es. Okay, wo ist jetzt die markierte Schaltfläche? Da, okay. Wählen Sie ein Objekt aus. Diese Auswahl unterscheidet sich von dem Ziel, das Sie außerhalb der Karte auswählen. Ich habe das Raumdock als Ihr Hub-Ziel markiert, damit Sie den Unterschied sehen können. Deselektieren Sie Ihr ausgewähltes Objekt vorerst. Wie Sie sehen können, hat dies keine Auswirkungen auf Ihr Hub-Ziel. Interagieren Sie nun mit Ihrem Schiff. Richtige Aktion, falsches Ziel. Richtige Aktion, falsches Ziel. Wählen Sie Information aus. Hier sehen Sie einige allgemeine Informationen. Sowie den Piloten des Schiffes, in diesem Fall Sie selbst, und den Frachtraum. Sehen Sie sich in Ruhe um und öffnen Sie dann das hervorgehobene Menü ganz oben. Hier sehen Sie weitere Details über den Piloten und den Rest der Crew. Erweitern Sie die Informationen für ein Mitglied Ihrer Wartungscrew. Nun sehen Sie eine detaillierte Übersicht der Fähigkeiten dieser Person. Dieses Menüs können Sie Rollen zuweisen und andere erweiterte Aktionen durchführen. Wir behandeln diese Aktionen in späteren Lektionen. Schließen Sie dieses Menü, um weiterzumachen. Öffnen Sie die Objektliste. Es listet alle derzeit sichtbaren Objekte auf, mit einigen Sortier- und Filteroptionen. Standardmäßig zeigt sie Ihnen alle Schiffe und Stationen. Öffnen Sie das Menü, das Aufstellbares zeigt. Es wird nur eine Navigationsbike aufgelistet, nicht der Satellit, der sich ebenfalls in der Nähe befindet.
Das liegt daran, dass der Satellit derzeit nicht auf dem Bildschirm ist. Zoomen Sie heraus, bis das Symbol des Satelliten sichtbar ist. Da das Symbol des Satelliten nun sichtbar ist, ist er auch im Menü aufgelistet. Sie können über das Menü auch Objekte auswählen und damit interagieren. Interagieren Sie mit dem Satelliten und deaktivieren Sie ihn. Gut. Öffnen Sie das Menü Mein Besitz. Dieses Menü listet alles auf, was Sie besitzen, auch wenn die Symbole derzeit nicht auf dem Bildschirm sind. Deshalb können Sie hier ein anderes Schiff sehen, aber nicht in der Objektliste. Fokussieren Sie die Kamera auf das andere Schiff. Die Kamera wird nun Ihrem Schiff folgen, bis Sie sie wieder manuell bewegen. Beim Zoomen bleibt die Kamera jetzt auch auf das Schiff fokussiert und nicht auf die Cursor-Position. Versuchen Sie es. Um die Kamera davon abzuhalten, dem Schiff zu folgen, schwenken Sie einfach in eine beliebige Richtung. Tun Sie es jetzt. Und das sind die Grundlagen für die Verwendung der Karten. Aha. Wenn Sie eine Auffrischung zu den Funktionen bestimmter Menüs wünschen, können Sie mit der hervorgehobenen Schaltfläche eine Hilfeeinblendung aktivieren. Tun Nett. Sie es jetzt. Habe ich schon. Jede hervorgehobene Schaltfläche zeigt Ihnen, langsam, was sie tut. Zum Ausschalten drücken Sie die Schaltfläche erneut. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Schließen Sie die Karte, wenn Sie fertig sind. Okay, das ging fix. 6 Minuten hat es uns gekostet. Naja, fix ist anders. Das war nur die Karte. Da kommen auch die ganzen wichtigen Sachen mit Handeln und so weiter. Kommen ja alle jetzt noch. Dann darf man gespannt sein, wie das dann halt ist. Ich habe übrigens jetzt mal die Einstellung auf Maximum von allem gesetzt. Bin gespannt. Also ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Tatsächlich. Gucken wir mal, ob es irgendeine Veränderung bringt oder halt auch eben nicht. Wenn er denn was tut. Ach, der wirft mich dann jedes Mal ins Hauptmenü zurück. Ach, weißt du was? Komm, wir lernen das im Spiel. Das passt schon, aber hier ist kein großer Unterschied, ne? Wohl alles offenes Universum. So, den hatten wir. Was ist denn mit dem hier? Selbst nach all den Geschehen. Was hat der Unterschied? Ist anders, ne? Selbst nach all den Geschehnissen der letzten Jahrzehnte, die dem terranischen Konflikt und den Xenon sowie der Sprungtorabschaltung, hat sich die Argonische Föderation als eine Schlüsselmacht innerhalb des neuen Sprungtor-Netzwerks etabliert. Und selbst ihre am weitesten entfernte Kolonie in Schwarze Sonne ist ein Zentrum für Handel und Zivilisation. Beinahe jedem bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Es sind dunkle Zeiten. Jahrhundertelang okay, lebten die Terraniden in Frieden. Start geht's. Konflikte zwischen uns gehörten der Vergangenheit an. Die Abschaltung der Sprungtore ist wohl das bedeutendste Ereignis. Oh ja, die Abenteuer von Celaya Terran, meiner brillantesten und außergewöhnlichsten. Celadi. Lieber Iololios Sanduras Rosiris Elf, Sie waren nie das glänzendste Ei im Gelege, Ihre Piloten. Na, ihr seid Nova. Ah, was nehmen wir? In den Siedlungen. Ha. Selbst nach all den Geschehnissen der letzten Jahrzehnte, wie dem terranischen Konflikt. Das ist jetzt halt echt so eine Sache, ja? Sprungtorabschaltung hat was, sich die was nimmt man da jetzt am ehesten? Was wäre jetzt die weiseste Entscheidung? Es ist halt eigentlich kein großer Unterschied, ne? Ich tendiere aber eher hierzu. Selbst wobei er empfiehlt uns ja das. In den Siedlungen von Einflussbereich herrscht eine besondere. Okay, dann machen wir erstmal den. Gucken. Liebe Mutter, lieber Vater, ich hoffe, es geht euch gut. Es ist jetzt genau 2 Monate her, dass ich aufbrach. Ich bedauere es, dass ich ging, ohne mich zu verabschieden. Aber es schien einfach leichter zu sein.
Ich habe hier in Hatikvars Entscheidung gearbeitet und es haben sich einige interessante Handelsangebote mit einer Gruppe ergeben, die sich selbst Freie Liga von Hatikvar nennt. Also werde ich Kurs auf gut Glück setzen. Ich werde euch wissen lassen, wie es läuft. Dann bin ich ja mal gespannt. Wenn er uns das dann wissen lässt. Ja, mal gucken, wie das dann jetzt so ist. Ja, man darf immer gespannt sein, ne? Was einen dann so erwartet. Einen kleinen Moment dauert es noch. Okay, eine Nachricht haben wir. Das ist F2, okay. Argon Ausrüstungs. Ah, es ist speichern, okay. F5 ist speichern. Sehr schön, hat gespeichert. L ist für Logbuch? Nee. Komm, wir gucken mal kurz in die Steuerung. Ah, hier müsste doch was sein, ne? Spielerinformationen, da. Nachrichten. Wenn Sie von der Freien Liga von Hatikva als fähig sind, uns dabei zu schützen. Okay. Okay. Ja, wunderbar. Eine inaktive Mission. Aber am Struggeln gerade, ne? Pilot, wenn Sie diese unabhängige Piratenübertragung hören, wurden Sie eingeladen, an der Handelsrevolution der Freien Liga von Hatikva teilzunehmen. Möchten Sie helfen, einen wahrhaft unabhängigen und sicheren Hafen zu schaffen, auf Frieden und Stabilität für alle Völker hinarbeiten? Dann brauchen wir Sie. Zögern Sie nicht. Überprüfen Sie Ihre Missionsangebote, um sich der Sache anzuschließen. Okay, wo auch immer er ist. Gehen wir fast mit ein. Guten Tag. Hallo. Ja, auch cool. Nett. Hallo. Nee, ich will dich nicht erwerben. Auf Wiedersehen. Hallo. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Ja, sehr gerne. Greife an. Agrikultur. Ich will aber niemanden an. Sammle ein Familienstück. Achso, das sind die Ziele. Gibt massenhaft Belohnung. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Mission. Viel Glück da draußen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine weise Entscheidung war. Aber hey. Dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Machen wir erstmal die Mission, würde ich sagen.
Hallo. Was kannst du denn? Das ist so ein Ingenieurswesen, Moral. Hm. Auf Wiedersehen. Egal, komm. So. Rein hier ans Schiff. Nova, Angreifer. Hilfe. Okay, vielleicht hätten wir das mit den Missionen auch noch machen sollen, aber es ist egal. So. Zeigt uns zum Glück an, wo wir hin müssen. Ich möchte aber einmal diese... Okay, okay, okay. Da hinten müssen wir auch noch irgendwo hin. Aber... Ich möchte gerne diese Station hier... Nee. Konnte ich die nicht markieren? Ich würde das gerne als Objekt markieren. Das ist so als Heimatobjekt oder sowas. Gibt's doch garantiert die Möglichkeit. Okay. Dann ist egal. Dann gib ihm. Wir müssen da hinten hin, okay. Wie würde das Shift an? Autopilot eingeschaltet. Brauchen wir einen Autopilot an, passt schon. Shift J war, glaube ich, damals der Sprungantrieb, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist das da? Autopilot ausgeschaltet. Nova, Angreifer. Okay. Okay. Ah, Shift 1 ist das. Gezeichen. Superhighway. Attic Vars Entscheidung. 1. Mhm. Und wir sind relativ zügig unterwegs. Autopilot eingeschaltet. Ja, fängt dann immer wieder an, von vorne zu beschleunigen, ne? Ja. Hm. Was ist da links noch an Station? Was haben wir denn da? Ah, Hüllenfabrik und... Okay. Da müssen wir auf jeden Fall hin zurück. Reichhaltige Ressourcenvorkommen finden. Okay. Ist das eine Mission dann dort oder was? Ja, wir gucken uns das noch an. Wir machen jetzt erstmal das Ding. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Ein bisschen bedeckt halten, von einem Punkt zum anderen fliegen, hier und da ein bisschen was machen. Es gab schon ordentlich Knete, ne? Ja. Erreiche Attic Vars Entscheidung 1.
Wäre halt wichtig zu wissen. Wo habe ich die Markierung gesetzt? Müsste der nicht eigentlich markiert sein? Schon, ne? Also wo muss ich hin? Hier vorne muss ich hin. Aber das ist nicht das, was ich will. Oh Gott, das ist... Shuffle Captain. Ja, das ist ja mein Schiff. Ich will aber die Missionen haben. Logbuch. Mission, da. 7 Minuten gestohlenes Familienerbstück. Okay, sollte er mir nicht irgendwo jetzt anzeigen? Ich, ah ja, okay. Okay, ich soll da hin. Gut, machen wir das. Wenn er das sagt. Ich kann den Boost nicht benutzen. Nein. Oh Gott. Wir brauchen irgendwas, was schneller fliegt. So dezent schneller. Nach stiller Zeuge. Erreiche System. Stiller Zeuge. Nein! Das ergibt so gar keinen Sinn. Er sagt mir... So, warte. Erreiche System. Adäquas Entscheidung. Genau, Adäquas Entscheidung. Sehr gut. Hier soll ich bleiben. Wir sehen's. Vorne ist er. Irgendwo. Wir verfolgen den jetzt toll. Nach Argon Prime fliegen wir. Ich finde das irgendwie mit diesen Dingern so ein bisschen undurchsichtig. Mit diesen Highways. Da finde ich das vorher besser. Erreiche System. Argon Prime. Ist das so? Oh Gott. Jetzt sind wir schon stundenlang unterwegs hier, ne? Erreiche System. Weiter Kontakt. So, anhalten.
T. Sprungtor, reiner Blick. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Okay, wir probieren weiter, hier irgendwie voranzukommen. Elite, Angreifer. Oh je. Erreiche System, reiner Blick. Highway haben wir verlassen, okay. Soll ich denn jetzt hin? Soll ich da hin? Okay. Also dieses System erschließt sich mir noch nicht so richtig. System. Weiter Kontakt. Greife an. Das ist so. ARK Agrikulturhändler Merkur angreifen. Ja, super. Und der ist wo? Maschinen zu bewaffnen war keine gute Idee. Schiff hat mich zurückgelassen, Flug verpasst. Wir haben ja schon eine Mission. Nur zur Hölle war das mit den Kackmissionen. Statistiken, Fraktionen, Beziehungen. Nachrichten. Ja, bitte Erlaubnis zum Andock. Andock-Erlaubnis. Ich würde halt gerne wirklich das Logbuch sehen, ne? Dass man sieht, okay. Auftrag akzeptiert, aber ich finde keine Informationen dazu. Also bitte. Und jetzt einfach nur diese Angabe, du musst diesen Händler platt machen, bringt mir halt persönlich mal gar nichts. Oder soll es heißen, dass es hier ist? Ja, dann mach mal. Autopilot eingeschaltet. Ich bin gespannt, was der Autopilot jetzt macht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Na, wobei doch, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich, ja. Kann nicht genau sagen, was das jetzt wird.
Speicher System. Ein bisschen mehr Informationen wären nicht verkehrt, ne? Dass man sieht, okay, welchem. Es reicht ja schon, wenn man es nachlesen kann. Das Motto, hey. Aber das machen wir sonst vielleicht nochmal über das Tutorial, dass wir dann nochmal uns das angucken. Okay, nett. Riesenschiff, was sich da direkt vor uns reinplumpsen lässt. Erreiche System. Stiller Zeuge. Ach Gott, ja, das ist, ein Sprungtor wäre jetzt besser. Oder wenn ich sagen könnte, hey, ich möchte dahin springen mit Sprungantrieb. Anstatt dieses Highway-System hier. Autopilot. Erreiche System. Office Center Alpha. Autopilot. Eingeschaltet. Autopilot. Ausgeschaltet. So. Bin ich jetzt ein stiller Zeuge? Wo will er mich denn hinschicken? Fliege zu stiller Zeuge. Okay. Stiller Zeuge ist praktisch das, wo wir jetzt hin sollen. Ja, auch noch die Steuerung ständig so nervtötend ist. Erreiche System. Stiller Zeuge. Ich würde gerne diese. Soll ich da vielleicht hin? Ja. Keine Mission. Weißt du was? So. Da ist es. Okay. Halten wir fest, das System ist dezent zum Kotzen. Weil unnötig verkompliziert im Vergleich zu früher. Weiß nicht, warum das so sein muss, aber. So, einfaches Logbuch, ich kann mir direkt in meinem Logbuch alle Sachen angucken, die ich habe, kann mir direkt aufrufen, ah, das haben die gesagt, so und so sieht die Missionsbeschreibung aus, um es dann selbstständig zu suchen. Erreiche viel einfacher, als dieser Krams mit, ich kann meinem Logbuch nicht nachgucken, wie die Mission lautet. Wir machen noch diese Tutorial-Mission, ich will wissen, ob es da irgendwie eine bessere Möglichkeit gibt, die Mission sich anzugucken. Autopilot ist aktiviert. Achso, na gut, dann docken wir an. Argon Handelsstation. Autopilot ausgeschaltet. Okay, ja, ich würde gerne. Undock-Erlaubnis erteilt. Okay, cool. Docken wir an. Also ich muss den anscheinend in der Station angreifen? Ich habe keine Ahnung. Das verwirrt mich alles. Erbitte Erlaubnis zum Undocken. Undock-Erlaubnis erteilt.
Ah, okay. Okay. Mit Landen kriegen wir hin. Erfolgreich angedockt. Willkommen! Sagt mir jetzt, ich soll wieder woanders hin. Warum sagt ihr mir denn immer, ich soll jetzt dahin? Okay, also, warte mal. Hier. Greife an. So. Yeah. Aber das ist so... Wo? Das ist so... Das ist doch zum Kotzen. Wie kann man denn nicht wissen, wo man hin soll? Weil laut dem Ding hier muss ich ja jetzt hier unten hin. Ich möchte das Leitsystem nicht aktivieren. Aber hier soll das sein. Also ich muss hier irgendeine Person finden. Okay. Das heißt, wir sollten hier aussteigen. Und dann versuchen, die Person zu finden. Docke ab. Ich dachte, ich soll abdocken. Aber der ploppt weg. Ich, hallo. Wo finde ich? Sende Ihnen jetzt die Informationen. Okay. Vielleicht meint er das. Guck mal, wir machen das jetzt noch kurz zu Ende. Kann ich helfen? Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Eine Werkbank. Da gibt alles so null Sinn. Oder? Hallo. Nein, so viel Geld habe ich nicht. Okay, also wir docken jetzt ab. Weil ich immer noch nicht verstehe, er zeigt mir das hier an. Sind wir doch schon? Ich verstehe es nicht. Okay, einmal kurz hier gucken. Was ist das jetzt?